Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um alle blauen IP-Münzen der Season 4 von Woche 1 bis 10. Ich zeige euch alle Locations und den schnellsten Weg. Also jetzt keinen schnellen Weg, aber ihr wisst, was ich meine. Ich zeige euch einfach alle Locations von allen blauen IP-Münzen in dieser Season. Ich hoffe, euch hilft das. Und mit diesen blauen IP-Münzen und mit der Stempelkarte von den blauen IP-Münzen bekommt ihr auch, sage ich mal, über 150.000 Erfahrungspunkte. Also wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. So, fangen wir mit der ersten an, und zwar findet ihr die erste hier beim Leuchtturm über Coral Castle und neben Sharky Shell. Und vor allem hier ist nochmal Galactus Position, Stand aktuell. In den nächsten Tagen sollte er, denke ich mal, besser gesagt in den nächsten Stunden sollten wir langsam auch die Augen sehen, weil da seht ihr schon, gucken die Augen so ein bisschen raus und sein Kopf guckt auch langsam raus. Aber wie gesagt, die erste blaue Mütze findet ihr hier beim Leuchtturm. Müsst ihr einmal ganz unten rein gehen bzw. die Tür öffnen, und dann genau bei diesem Gegenstand findet ihr die blaue IP-Mütze, wenn ihr dieses Objekt kaputt schlägt. Die zweite blaue IP-Mütze ist auch nicht so weit entfernt, und zwar findet ihr das hier bei dem Fast Food Truck, sage ich mal, von Dörrburger, und zwar genau bei diesem Grill findet ihr das. So, kommen wir zu der letzten blauen IP-Mütze von Woche 1, und zwar findet ihr diese in der Nähe von Craggy Cliffs, genau bei diesem Schiff hier in dieser Kiste. Oder die Box, sage ich mal, müsst ihr einmal kaputt hauen, um die letzte blaue IP-Mütze von Woche 1 zu bekommen. Kommen wir schon zu Woche 2, und zwar findet ihr die erste blaue IP-Mütze von Woche 2 auch bei Craggy Cliffs. Müsst ihr einmal hier durch, und genau bei dieser Box oder Kiste findet ihr dann die erste blaue IP-Mütze von Woche 2. Müsst ihr einmal kaputt hauen, und die zweite blaue IP-Mütze von Woche 2 findet ihr in Steamy Stacks. Ihr müsst einmal zu diesem Gebäude hier hingehen, das ist Gebäude Nummer 5, genau, da steht auch die Nummer. Und zwar müsst ihr ganz oben landen und durch diese Tür gehen, und dann rechts von dieser Tür, genau bei dieser Kiste, findet ihr dann die zweite blaue IP-Mütze von Woche 2. So, die nächste blaue IP-Mütze findet ihr beim Herzsee, genau bei diesem Haus. Dann hinter dem Sofa eine Vase. Neben der Munitionskiste müsst ihr einmal genau diese Vase, wie gesagt, kaputt machen, um die nächste blaue IP-Mütze zu erhalten. Und die nächste blaue IP-Mütze findet ihr dann genau in dieser Box hier bei Risky Reels, zu diesem Gebäude hier, und genau auf diesem Tisch, genau in dieser Box, findet ihr dann die nächste blaue IP-Mütze. Aber auf jeden Fall, genau bei diesem Ort, müsst ihr neben der Truhe oder einfach neben der Hundehütte, müsst ihr genau diese Mülltonne zerstören. Die nächste blaue IP-Mütze ist nicht so weit entfernt, und zwar findet ihr diese dann bei der grünen Stahlbrücke, nicht so weit entfernt von dem letzten Ort, wo wir gerade eben waren, bei der letzten blauen IP-Mütze. Und diese findet ihr dann hier bei diesem kleinen Gebäude, dann bei diesem Stromkasten, müsst ihr das einmal zerstören. So, die nächste blaue IP-Mütze ist auch nicht so weit entfernt von der grünen Stahlbrücke, wo wir gerade eben waren. Und zwar findet das hier bei dem Kanusee. Nein, zuerst, Entschuldigung. Und zwar müsst ihr genau diese zwei Kanus hier zerstören, oder diese zwei Boote zerstören, um die nächste blaue IP-Münze zu bekommen. So, die nächste Münze findet ihr dann in Retail Row, genau bei diesem Haus gegenüber von der Anwaltskanzlerei von Jennifer Walters. Und bei diesem Gebäude, also beim gelben Gebäude in der Hundehütte, findet ihr dann die nächste Münze. So, die nächste Münze ist auch nicht so weit entfernt und auch in Retail Row zu finden. Und zwar genau bei diesem Supermarkt hier, bei dem Ghost-Laden und Shadow-Laden. Und zwar müsst ihr einmal, ich zeige euch das nochmal von oben, und zwar müsst ihr einmal genau hier bei diesem Gebäude hinten reingehen, durch die Tür, öffnet einmal die Tür, und dann findet ihr hier einmal so einen Ghost-Gnom neben dem TV. Müsst ihr einmal diesen Gnom hier zerstören, um die nächste Münze zu bekommen. Neben der Sammlung vom Collector müsst ihr einmal hier landen bei dem Campingplatz. Ich zeige es euch nochmal von oben, so sieht das aus, in der Nähe von Rita Row und neben Catty Corner und dem zensierten Bunker. Müsst ihr einmal in dieses Gebäude hier reingehen, und dann müsst ihr den TV hier zerstören. Neben der Kiste findet ihr das, und auf dem Tisch neben dem Radio. Weiter geht's mit der blauen IP-Mütze aus der Wetterstation oder in der Wetterstation. Und zwar müsst ihr einmal zu diesem Gebäude hingehen und einmal da reingehen, genau durch diese Tür, und in diesem Tisch, wenn ihr es einmal kaputt haut, findet ihr die nächste blaue Münze. Und die nächste Münze findet ihr in Camp Cod, das ist genau beziehungsweise genau in der Nähe von der Wetterstation, und hier auf der Map ist das, also von oben nochmal gezeigt, ganz am Rand der Karte, und also da unten, wo, seht ihr meine Kamera, die ich gerade bewege, beziehungsweise bewegt habe. Ganz unten, wie gesagt, müsst ihr einmal in dieses Gebäude hier reingehen, zur obersten Etage müsst ihr einmal hingehen und dann genau diesen Schrank hier kaputt machen, oder diese Kommode, sage ich mal, einmal zerstören. So, die nächste Münze findet ihr auch nicht weit entfernt von Camp Cod, und diese findet ihr in Misty Meadows. Auf der Karte ist das genau hier gerade, wo ihr meine Kamera seht, und nicht bei der Zone, wo die gelbe Markierung ist.
Also wo ich da war. Und zwar müsst ihr genau in dieses Gebäude reingehen, wo direkt daneben ein Wohnmobil ist und dann genau diese Kasse dann zerstören oder allgemein diese Stelle hier zerstören, um die nächste Münze zu bekommen. Die nächste Münze findet ihr direkt gegenüber von Misty Meadows und zwar genau bei diesem kaputten Haus hier. Müsst ihr einmal dieses Schrotthaufen zerstören, wo die ganzen Steine sind und dann habt ihr die nächste Münze schon. So, die nächste Münze findet ihr auch nicht weit entfernt von der letzten und zwar genau hier bei Hydro 16 in der Nähe von Misty Meadows und in der Nähe von Black Panther Pierce. Und zwar müsst ihr einmal hier hingehen und dann dieses Tor hier zerstören und dann einmal nach rechts abbiegen, wo die Treppe ist und dann genau diesen Mülleimer zerstören, um die nächste Münze dadurch zu bekommen. Die nächste Münze ist auch nicht weit entfernt von der letzten und zwar findet ihr das bei Slurpee Swamp. Wenn ihr nicht, wenn ihr nicht wisst, wo das ist, auf der Karte hier nochmal gezeigt. Slurpee Swamp da unten, wo meine Kamera ist, unten links in der Nähe von Fort Hiller. Und zwar müsst ihr einmal zu dieser Stelle hier hingehen, in der Nähe vom Respawn-Bus oder einmal direkt links neben dem Respawn-Bus, wenn wir es so anschauen. Und dann genau müsst ihr dieses Objekt zerstören, genau das hier, um die nächste Münze dadurch zu bekommen. Die nächste Münze findet ihr bei The Fort Hiller in der Nähe von Slurpee Swamp. Also ihr seht schon, die ganzen Münzen sind sehr, sehr, sehr nah beieinander. Und zwar findet ihr diese, wie gesagt, bei Fort Hiller. Fort Hiller ist ganz, ganz unten von der Karte oder am Rand der Karte. Unten links seht ihr schon, wo meine Kamera ist. Und zwar müsst ihr einmal zu dieser Stelle hingehen, wo dieses Boot hier ist. Oder ja, doch dieses Boot. Und zwar müsst ihr dann hier hochlaufen, euch hochbauen. Also ich würde euch empfehlen, von hier aus hochzubauen. Und dann genau hier müsst ihr einmal diesen Eimer hier zerstören. Ich weiß nicht, was das ist, ob das ein Wasserbehälter ist oder sonst was. Müsst ihr einmal zerstören, wie gesagt. Und dann könnt ihr schon direkt die nächste Münze sofort, beziehungsweise allgemein direkt hintereinander aufsammeln oder einsammeln, weil es direkt gegenüber von Fort Hiller ist oder allgemein in der Nähe. Und zwar müsst ihr zum Edens Viertel heißt dieser Orientierungspunkt, glaube ich, und genau zu dieser Hütte einmal zur letzten Etage, was für zur letzten, genau zu dieser Etage, also zur zweiten, und dann einmal diesen Schrank hier zerstören. Die nächste EP-Münze oder allgemein die nächste blaue Münze findet ihr bei Weeping Woods auf der Karte, das ist genau hier in der Nähe von The Ruins. Ihr seht schon, wo meine Kamera ist, müsst ihr einmal zu den ganzen Wohnwagen oder Wohnmobilen hin und zwar zu genau diesem, zu dem weißen, und dann müsst ihr einmal reingehen, links abbiegen und dann genau diese Toilette zerstören. Ganz unten, wirklich ganz unten auf der Karte unter Misty Meadows. Ihr seht schon, wo meine Kamera ist. Und da müsst ihr einmal landen und zwar genau zu diesem Zelt, sag ich mal, oder zu diesem Ort und dann einmal genau diesen Koffer zerstören. Und zwar müsst ihr bei Lazy Lake zu diesem Gebäude hier hin und zwar ganz oben müsst ihr einmal ganz nach unten zum Keller und dann müsst ihr einmal diesen Tisch hier diesen Tisch hier zerstören und dann bekommt ihr schon die nächste Münze. Und die nächste Münze nach Lazy Lake findet ihr hier bei dieser Brücke. Ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwie George's George oder so, keine Ahnung, wie das hier heißt, aber genau bei diesem Wasserspender findet ihr dann auch die nächste Münze. Die nächste Münze findet ihr in der Mitte und zwar bei dem Auckland, sage ich mal, also bei dem originellen, bei der originellen mittleren Insel, die hieß ja, glaube ich, Auckland. Jetzt heißt sie The Ruins und das sollte mal offensichtlich sein, also ihr wisst ja, wo die zu finden ist. Einfach in der Mitte landen und dann müsst ihr einmal durchgehen, beziehungsweise einmal durch den Schacht, sage ich mal, würde ich empfehlen, hier durchzulaufen, die Tür öffnen, noch eine Tür öffnen und dann diese Tür zu öffnen. Dann müsst ihr einmal diesen Karton hier zerstören. Und zwar findet ihr diese Münze bei Holly Hedges, bei meinem Lieblingsort. Ich hoffe, dieser Ort wird mit der nächsten Season nicht entfernt, aber ihr wisst ja, wo Holly Hedges ist. Und zwar genau hier bei diesem Haus, bei dem grünen Haus, sage ich mal, müsst ihr einmal, wo die Kiste ist, die Tür öffnen und genau hinter der Tür müsst ihr einmal diese Box oder diese Kiste zerstören. Die nächste Münze ist noch nicht so weit entfernt und zwar genau bei diesem Haus über Holly Hedges und in der Nähe vor allem von End Villa. Aber dann müsst ihr einmal das Dach hier kaputt machen und dann den Reisekoffer hier zerstören, um die nächste Münze dann dadurch zu erhalten. Das müsst ihr dann genau hier, ja genau hier ist das. Bei diesen zwei Gebäuden in der Mitte müsst ihr einmal, sage ich mal, durch den kleinen Gang hier durchlaufen und dann findet ihr hinter der Mülltonne diesen Gnom hier. Diesen Gnom müsst ihr dann einmal zerstören. So, die nächste Münze findet ihr neben schöne oder nette Aussicht, das glaube ich ja, nette Aussicht, genau, und zwar bei der abgestürzten Fracht in der Nähe dieses Schlosses oder in der Nähe von diesem Schloss müsst ihr einmal genau diese Box hier zerstören und dann habt ihr es schon, also genau hier, wie gesagt, bei der abgestürzten Fracht genau diese Box müsst ihr dann einmal zerstören, um die nächste Münze zu bekommen. Freunde, das war's mit den Münzen, ich hoffe, ich habe keine Münze vergessen und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen und euch nochmal alle blauen IP-Münzen dieser Season nochmal zeigen. Danke fürs Zuschauen, abonniert nicht vergessen, um die nächsten Videos nicht mehr zu verpassen. Bleibt gesund, haut rein und ciao.